In dem Pedal kommen ein Hohlringmagnet mit Nord-Süd-Teilung und zwei Hall-Sensoren zum Einsatz. Während der Magnet sich bei Betätigung des Pedals dreht, haben die Hall-Sensoren eine fixe Position. Sie messen den Drehwinkel des Magnets und geben ein entsprechendes Ausgangssignal an das Motorsteuergerät weiter. Dieses nutzt das Signal, um dem Drosselklappenmotor einen Stellwinkel vorzugeben. Der Drosselklappenmotor stellt den vorgegebenen Stellwinkel der Drosselklappe ein. In der Klappe ist ein Magnetkreis, der aus einem Hohlring mit Nord-Süd-Teilung besteht. Darin befinden sich zwei Hall-Sensoren. Beide Sensoren messen den Winkel der Drosselklappe und geben das Messsignal an das Motorsteuergerät weiter. Das Steuergerät korrigiert Abweichungen zwischen Sollwinkel und gemessenem Winkel über den Drosselklappenmotor. Es entsteht ein geschlossener Regelkreis.